Alina. Und ich bin Anja. Und wir sind von Beach Inspector. Und wir befinden uns hier an der Praia de Luz. Das ist ein Strand, der sich in der Algarve in Portugal befindet. An der Westküste. Und wie ihr seht, wir haben hier einen kilometerlangen weißen Sandstrand, der jeden Tag gereinigt wird. Hier kommen viele Familien her. Ihr trefft hier viele Briten und auch viele Deutsche. Und das Spektakulärste an diesem Strand sind auf jeden Fall diese Klippen. Die liegen direkt an der alten Festung der Altstadt. Und diesen Klippen haben sie jegliche Gesteinsform aufgeschädigt über die Jahrhunderte lang. Und ihr entdeckt da super viele Fossilien drin. Ist wirklich ein Blick wert. Und ihr habt hier ganz bekannte Roca Negra, was so der Aufhängpunkt des Strands ist und auf jeder Postkarte drauf ist. Dieser Strand ist einfach wunderbar. Er bietet für jeden etwas. Die lange Strandpromenade ist voller Palmen und dahinter befinden sich sogar romanische Ruinen. Also der Strand ist einfach super, Anja. Besonders fürs Wassersport machen. Ihr könnt hier Jetski fahren, ihr könnt hier Kitesurfen, ihr könnt hier sogar Delfine sehen. Es gibt Delfine hier und das ist sogar der beste Spot in Europa, um hier Delfine zu sehen. Wir nehmen euch hier gleich mit und fahren euch rüber zu den Delfinen. Und ansonsten kann man hier auch noch Sofa riding. Und das machen wir jetzt und ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Besser. Let's go. Let's go.